Man hat gerne an der Spitze steht die Leiter, das ist in der Regel die Mutter, die nimmt dann zusammen die Töchter, Enkelin und so weiter und so fort. Sprich, so eine Elefantenherde wächst ganz natürlich Generation für Generation an und wird somit größer. Wir haben das Ganze so Glück, dass wir das hier aufzeigen können. Mit der Kehwalinie haben wir eine mehr Generationenhaushalt übernommen. Und als Bonus quasi oben drauf sind die drei von unseren vier Kälbern weibliche Elefanten bleiben ein Leben lang bei ihren Müttern. Und damit ist unsere Herde hier so und fast von alleine im gleichen wieder angewachsen. Der Einzige, der früher oder später mal den Herdenverbund verlassen muss, das ist unser ältestes Kalb, nämlich Akito. Akito kann man daran erkennen, unter den Kleinsten er der Größte. Er wiegt über 800 Kilo, ist mittlerweile 2 Jahre alt. Und wenn er den Kopf hebt, hat er schon 2 kleine Stoßzähne. Weil bei asiatischen Elefanten nur die Bullen gut sichtbare Stoßzähne tragen, kann man da jetzt schon erkennen, Akito, der ist eine kleine Bulle. Und sobald der mal in die Pubertät kommt, in seine Sturm- und Drangphase, wird es für ihn einfach Zeit, die Herde zu verlassen. Das wird ungefähr mit 5, 6, 7, 8 Jahren der Fall sein. Bis es soweit ist, werden er noch ein paar Jahre ins Land ziehen. Und so lange darf Akito hier bei uns wieder drücken, definitiv auch noch der Fall. Ja, wer sich nachher noch unseren größten und schwersten Elefanten angucken will, den wir haben, das ist Boy Nam, unser Zugbulle. Der ist aktuell auf den Außenanlagen und Boy ist über 3 Meter groß, über 5 Tonnen schwer und 22 Jahre alt. Der geht bei einem asiatischen Elefanten auch nicht. Boy wird noch ungefähr 5,5 Tonnen erreichen. Und da kann man sich dann einfach mal angucken, wer hier eigentlich das größte hier zurück ist. Ja, warum liegt die hier bei uns so, dass wir Elefanten haben? Wir halten in Leipzig asiatische Elefanten. Das sind die mit den kleinen Ohren. Wie der Name schon vermuten lässt, kommen die aus Süd- und Südostasien, wo die Tiere in Wäldern und Regenwäldern sind. Typisch für diese Lebensräume ist einer, der ein sehr warmes Klima hat. Wir merken es gerade, wir stehen hier in einem Warmhaus, wir müssen nicht. Aber auch permanent irgendwo feuchtes Klima. Sprich, eine permanent hohe Luftfeuchtigkeit. Täglicher Regen, feste Regenzeiten im Jahresverlauf. Oder auch einfach ganz viele große Lösungen sehen aus dem Himalaya, ein Elefant, wo es sein Leben lang immer wieder mit Wasser aufgeht. Dass Tiere das richtig gut können, das zeigt hier gerade, weil wir so zuunbedingt den Elefanten auch von Natur aus überhaupt gar keine Berührungsängste mit dem Wasser. Es sind sehr gute und ausgiebige Schwimmer, lange Strecken, überhaupt gar kein Problem. Die Tiere können prima tauchen, man sieht es jetzt vor allem bei unseren Kälbern, manchmal ist nur noch der Rüssel oben raus. Selbst Elefanten selber, die Jüngste der Truppe, können direkt von Geburt an schwimmen. Sprich, wir kommen dem natürlichen Teil von unseren Tieren entgegen, indem wir mehrmals am Tag über und immer wieder auf das Bad haben. Man sieht auch gerade jetzt hier zur Kommentierung, dass alles beruht auf freiwilliger Basis. Die Elefanten, die gerne baden gehen möchten, können das natürlich gerne machen. Die sagen, nee, absolut kein Interesse, müssen das nicht, ist bei uns alles unter den Elefanten gelassen. Unsere Tiere haben auch den ganzen Tag über Tag sowie Nacht den Zugang zu Badebecken, sodass unsere Tiere auch können, wirklich frei entscheiden können, wann, wo, wie, mit wem wir jetzt baden gehen, bis bei uns alles mit dem Elefantensache. Um jetzt trotzdem ein bisschen die Chancen zu steigern, dass unsere Elefanten jetzt pünktlich um 10.15 Uhr baden gehen und sie alle was zu gucken haben, haben wir einfach ein paar Äpfel im Gepäck. Denn auch unsere Tiere wissen, dass Obst und Gemüse die guten Sachen sind, die schmecken süß, das sind selbst unsere Kleinsten schon. Dafür geht man eben jetzt auch mal zügig ins Wasser und sie halt überall alle was zu gucken. Nur mit Äpfel, Bananen und Schuhen würden wir unsere Herde natürlich auch nicht satt, denn dafür braucht es eine ganze Menge mehr. Um mal ein paar Zahlen zu nennen, eine unserer Kühe frisst ungefähr 120 Kilo für den Tag, einer unserer Bullen frisst ungefähr 150 Kilo, wir haben 11 Tiere, bis zu verschwenden das immer, sprich wir müssen täglich ungefähr 2 Tonnen Futter bewegen, nur um unsere Elefanten hier alle satt zu kriegen. Der Großteil davon, das ist Heu, Unkraut und Holz. Man sieht es auch, das liegt immer überall irgendwo rum. In jeder Ecke wird man uns Futter versteckt. Jede Anlage ist irgendwo bestückt, sodass unsere Elefanten den ganzen Tag über immer was zu tun haben. Elefanten wollen den ganzen Tag auch gefordert und gefördert werden. Das geht am besten mit Futter. Dann ist man den ganzen Tag auch in Bewegung, will nichts verpassen. Und beim Essen in Deutschland auch. Man will erst recht nicht sehr verliebig werden. Damit können wir auch hier und so unsere Tiere sehr, sehr gut im Tag beschäftigen. Des Weiteren gibt es einmal am Tag für jeden unserer Elefanten eine Trainingseinheit, die dauert ungefähr 10 bis 20 Minuten. Und da steht das medizinische Tiertraining voll und ganz im Vordergrund. Man kann sich vorstellen, so ein Elefant ist zu schwer für eine herkömmliche Matrose, wie wir sie kennen. Die Tiere würden an ihrem eigenen Gewicht ersticken und deswegen müssen wir gängige medizinische Eingriffe jederzeit anfangen könnten, immer wieder beim Training abdecken. Heißt,
Unsere Tiere, die sind es gewohnt, dass wir uns überall anfassen, dass wir uns natürlich vertrauen, aber zum Beispiel, dass wir Rüssel, Ohren, Füße und Schwanz rausgeben, dass wir jederzeit auch Behandlungen am Tier durchführen können. Hat einen ganz großen Vorteil für unsere Tiere, sie haben kein erhöhtes Risiko und uns Pfleger erspart einfach eine ganze Menge Stress. Deswegen nicht wundern, wenn gleich nicht alle Elefanten zusammen zu sehen sind, spätestens zum Mittag, ja, wieder für sie zu sehen. Ja, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Wer nachher nochmal warme Elefanten sehen möchte, der hat zum einen 13:30 Uhr schon und später dann auch nochmal 50 Minuten. Wer so lange gefahren hat, direkt durch auf die nächste Kommentierung hat, um 10:30 Uhr ist unser Seelöwenzentrum am Robbenbecken. Ich wünsche noch ganz viel Spaß hier beim Zug und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.